Wir haben jetzt hier auf der B313 haben wir also einen brennenden LKW gehabt. Das Fahrzeug hat also bei unserem Eintreffen im oberen Bereich gebrannt. Wir haben also das vorab abgelöscht, das Fahrzeug dann in abgelöschtem Zustand dann hierher verbracht zur Firma Werk, um dann restliche Blutlaster zu entnehmen und dann abzulöschen und von da auseinanderzuziehen. Und jetzt wird das restliche Gut, also das Holz, das da drauf ist, wird jetzt noch der Entsorgung zugeführt, nachdem es also jetzt vollständig abgelöscht ist. Also die Anfahrt war halt, sage ich mal, typisch um diese Zeit, dass halt einfach Verkehr da war. Die B313 war dann eine Zeit lang gesperrt und wir haben dann letztlich das Fahrzeug dann also voll gesperrt und dann konnten wir erst das Fahrzeug dann ablöschen. Wir haben also problematische Wasserversorgung gehabt, deswegen auch das Hierherfahren auch zur Firma Werk, weil hier einfach geordnete Wasserversorgung da ist und eben letztlich auch schweres Gerät, um die Abfälle auseinanderzuziehen. Also wir haben jetzt hier vorerst die Feuerwehr Kinken und mit Unterstützung der Feuerwehr Wendlingen. Wir sind jetzt hier auf der Gemarkung Kinke, da haben wir das Fahrzeug hierher verbracht und wir haben hier ca. 25 Kräfte.